Und willkommen zurück in Hogwarts Legacy, hier bei mir bei The Only One. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir müssen uns mit Richard Jackdaw im verbotenen Wald treffen und wir hatten beschlossen, dass wir diesen Weg zu Fuß hinlegen werden, dass wir da nicht... Zweifellos schon lange verlassen. Oh ja, da müssen wir auch gleich mal gucken, dass wir uns da nicht mit Flämmchen quasi durch das Flohnetzwerk teleportieren, sondern wir laufen. Erstens gibt es dann einiges nämlich zu entdecken. Ja, ein paar Geheimnisse zu lüften. Zweitens vielleicht den ein oder anderen Kampf auszutragen und das ein oder andere Geheimnis zu lüften. Und deswegen möchte ich da gerne entlang laufen bzw. hinlaufen. Was haben wir denn hier? War das hier, wo wir... Ach ja, hier hatten wir ja einen Gegner schon getroffen, genau. Oh, da gibt es Mondsteine, schaut mal. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Einmal wieder die Spur anmachen, bitte. Oh, wir müssen in die Richtung. Ja. Und dann laufen wir in den verbotenen Wald. Oh, was ist das hier? Eier einer Erschwinderin. Cool. Sehr schön. Dann noch ein paar Mondsteine. Also ich sag ja, es wäre jetzt eigentlich echt schade gewesen, wenn wir da über das Flohnetzwerk gegangen wären. Schaut, da haben wir hier einen Gegner, den wir noch erlegen können. Höre aber auch noch irgendwas, dachte ich. Oh ja, da oben. Oh. Wollen wir da mal hinschauen? Ich habe neulich im Wald Hufspuren entdeckt, die garantiert von einem Einhorn sind. Stell dir nur vor, was... Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Hä? Mir ein Lager entdeckt. Freigelassen. Mehr hast du nicht drauf? Ach Mann, lass uns doch mal erst anfangen hier ganz entspannt. Und doch gerade erst noch ein... ein Animagus! Oh, wir haben einen Animagus entdeckt, schaut mal. Also vielleicht könnten wir ja... Weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Wenn wir doch ein bisschen schwerer einstellen. Eigentlich macht es jetzt so gerade schon Spaß. Niemand erledigt einen Fußfeldhof. Oh nein! Das ist ein Animagus. Das ist ja auch spannend. Oh, jetzt hat er sich wegteleportiert. Wollen wir ein bisschen Fangen spielen? Ja, möchte ich gerne. Oh, jetzt ist er wieder geheilt. Oh, Wahnsinn. Jetzt haben wir ihn geschafft. Ja, weiß ich nicht. Also, wo macht das Kämpfen jetzt echt Spaß? Ich weiß nicht, wenn wir das schwerer einstellen. Ich bin nicht so kampferprobt in Spielen. Weiß auch gar nicht, ob wir... Können wir das denn umstellen überhaupt? Wäre das denn? Optionen? Gegner, Minikarte. Weiß ich auch gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt noch umstellen können. Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal so, wie es ist.
Soll ich nochmal in Ruhe schauen, ob ich das finde, wo man das einstellen kann. So, haben wir hier noch irgendwas Tolles? Florfliegen können wir hier einsammeln. Gut. Einmal wieder unseren Wegpunkt anzeigen, bitte. Oh, was ist hier noch? Ach, hier können wir zur Stärkung noch was trinken. Jawohl. Haben wir uns verdient. Dann folgen wir einmal weiter der Spur. Oh, hier haben wir noch was entdeckt. Ein Mega-Power-Trank. Sehr cool. Ja, wir haben nämlich schon 21. Ja, ich muss dann nochmal in Ruhe gucken, wo man das umstellen kann. Und vielleicht stelle ich das dann mal auf Mittel, wenn das denn geht. Wer sagt, dass sich Verbrechen nicht auszahlt? Ich schwimme förmlich in Galeonen. Wo ist ein Gegner? Wilderer. Hier? Auf komm, hier ist die Plage, die Treadwell befreit. Hier, so. Incendio. Das klappt doch jetzt nämlich ganz gut so. Ich weiß nur nicht, ob das dann auch noch so gut klappen würde. wenn wir eine mittlere Spielschwierigkeit einstellen würden. So, wir müssen anscheinend hier entlang. Da ist wieder ein Gegner. Oh, den haben wir jetzt aber schnell klein bekommen. Jawohl. Habe ich doch auch gerade noch irgendwas entdeckt. Da ist ein Licht da hinten. Wir sind schon wieder in der Nacht unterwegs hier. Wird es denn gar nicht mehr hell oder ist das hier im verbotenen Wald immer so dunkel vielleicht? Spinnenhöhle. Sind hier bei einer Spinnenhöhle im verbotenen Wald? Oh, ist das aufregend. Schön, dass hier aber auch noch ganz niedliche hüpfende Pilze leben. Borklumsaft nehmen wir auch noch mit. Oh, das hier ist die Spinnenhöhle. Oh, wollen wir uns die angucken? Vor allem, warum ist hier ein Zelt aufgeschlagen? Können wir da rein? Oh nein, da können wir nicht reingehen. Oh, schade. Ich hätte gerne die Spinnenhöhle angeguckt. Können wir aber anscheinend nicht rein. Okay. Vielleicht kann man da irgendwann später noch rein. Ein paar Mondsteine mit eingesammelt. Ein paar hüpfende Pilze. Noch ein paar Mondsteine. Schade, dass man die Zutaten nicht auch verkaufen kann. Das hätte ich jetzt noch ganz toll gefunden, um noch ein bisschen mehr Galeonen zu machen. Oh. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, nicht wahr? Du musst dieses Alraunenblatt einen Monat lang im Mund behalten, von Vollmond zu Vollmond. Wenn du es verschluckst, musst du wieder von vorne anfangen, sonst funktioniert es nicht. Außerdem musst du den Trank während eines Gewitters trinken und die Beschwörungsformel täglich aufsagen. Sie lautet Amato, Animo, Animato, Animagus, falls du es schon vergessen hast. Merlin weiß, dass du sie brauchen wirst. Deine Tasmina. Bitte vergiss nicht die Watte für deine Ohren. Aha. Und warum liegt der hier? Ich bin hier Alraunen sammeln. Das ist ja auch schon mal toll. Lebt der noch, der Typ? Der will den Wolfsfluch brechen, kann das sein? Und die Watte für die Ohren, weil wegen der trötenden Pflanzen hier?
Okay. Gut. Weiß ich nicht. Hat anscheinend nicht geklappt, hä? So fliegen? Kann ich hier keine sammeln? Oh, schade. Ich höre etwas. Oh, von wo? Oh, da. Wieder ein Inferi. Ja, jetzt sind wir nämlich auch schon sehr viel besser mit dem Kämpfen. Oh, und ein geziemend klassische Schuluniform. Okay. Geziemend klassisch. Oh, da ist der nächste. Hoppala. Toll. Sehr schön. Schauen wir uns doch gleich mal an. Eine neue Uniform. Oh, mehr Verteidigung. Oh, sehr hübsch. Na, die lassen wir mal an. Die gefällt mir gerade sehr gut. Was haben wir noch? Oh, wieder noch einen neuen Halsschal. Gut, der hat mehr Offensive, aber gefällt mir optisch nicht ganz so gut zu dem Outfit. Könnten vielleicht mal... Ja, das würde doch ganz gut passen zu diesem Outfit. Oder wieder der graue. Silberne. Ich würde den hier mal nehmen. Wollen wir mal wieder eine neue Hutbekleidung wählen? Und zwar vielleicht mal wieder den süßen Hexenhut. Finde ich eigentlich... Oh, was ist denn hier mit dieser Mütze? Oh, die sieht ja auch niedlich aus. Wie so eine Schlafmütze. Ja, ich will mal wieder den hier anziehen. So, haben wir noch was Neues? Ach ja, einmal jetzt hier diesen Brief von einem aufgebrachten Freund. Dann haben wir Eier von Aschwinderin. Haben wir neue Gegner kennengelernt. Wilderer Animagus. Einige Wildere in Rockwoods Organisation sind Animagi, die sich in dasselbe Tier verwandeln, einen gefräßigen Wolf. Wenn sie sich in ihrer Animagus-Form befinden, müssen sie geschwächt und in die menschliche Form zurückverwandelt werden, bevor man sie komplett besiegen kann. Allerdings kann der Verwandlungszauber sie überraschen und sofort zurückverwandeln. Wenn man ihren Reduktorfluch mit einem Verscheuche-Zauber unterbricht, verlieren sie die Kontrolle über ihre Zaubersprüche und treffen sich gegenseitig. Ah, okay. Und haben wir da noch irgendeinen gehabt? Irgendeinen neuen? Nein. Gut. Haben wir hier irgendwelche eigenen... Oh! Erkundung. Hinterhalt 3. Erheblich erhöhter Zauberschaden, während versteckt durch Desillusionierung. Okay. Und Eigenschaften. Spezielle Attribute, die deiner Ausrüstung im Raum der Wünsche hinzugefügt werden können, sobald du den Webstuhl freigeschaltet hast. Eigenschaften können in Sammlungstruhen, in Banditenlagern im Hochland gefunden werden. Ah ja, okay. Benötigt aber Knieselfell anscheinend. Ah. Wird der Zauberschaden, während wir quasi unsichtbar sind. Ah, cool. So, Kampf. Was haben wir da Neues? Besiege 10 schwarze Magier, haben wir abgeschlossen. Besiege 20, das kommt noch. Können wir diese Belohnung mal abholen? Gut. Und irgendwo habe ich noch was übersehen. Ach so, jetzt wieder die Belohnung, die wir abgeholt haben. Beschützerumhang aus Drachenhaut. Ein Umhang aus Drachenhaut für die tapfersten Verteidiger. Du erhältst ihn durch das Besiegen von Aschwinderinnen und Wilderern. Müssen wir uns ja dann eigentlich auch gleich wieder anschauen, oder? Ja, hier ist das. Oh.
Ja, ist schick. Aber der andere hat mir besser gefallen. Das hier. Oder könnten wir mal noch was anderes nehmen? Hier würde jetzt auch wieder sehr gut passen. Knöpf. Nein, ich finde eigentlich das hier ganz schick. Oder? Oh, der ist aber auch schön. Oh, der gefällt mir. Den finde ich richtig toll. Den lassen wir mal an. Den lassen wir mal an. Vielleicht sollten wir dann aber unser Outfit auch nochmal ändern. Weil ich das eigentlich auch ganz süß finde. Würde das ja vielleicht auch ganz gut aussehen. Hm, das eher nicht. Auch nicht so gut. Hm, das sieht gar nicht so schlecht aus. Könnten wir eine Hose tragen? Hm, kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Ein Bademantel, genau. Hm, das gefällt mir alles nicht so gut. Ja, ich glaube, wir hatten doch diese Uniform. Die finde ich eigentlich ganz schick. Und den Mantel. Doch, das lassen wir mal. Die Frage ist nur, ob wir dann nicht nochmal das hier ändern. Oder ob wir den dann sogar auslassen in dem Fall. Damit wir hier schön diese Brosche sehen. Ja, machen wir es mal so. Gut, wunderbar. Das ist ein sehr schöner Mantel. Finden wir denn hier drin noch irgendwas Interessantes? Ah ja, die Truhe hatten wir ja schon. Oder? Nee. Wir waren ja hier noch nicht drin. Wir wurden ja gleich attackiert. Hier sind auch wieder trötende Blumen. Haben wir mal noch hier im Hintergrund. Ja, okay. Oh, was ist hier? Eine Riesenwurzel. Gut. Lumos. Einmal wieder. Huch. Hier wird gegraben, okay. Wir folgen einmal wieder unserer Spur. Ich sage dir, Hogwarts hat Glück, dass es Schutzzauber gibt. Irgendwann wirst du kämpfen müssen. No. Was hast du getan? Husch nicht herum wie ein Billiger. Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt aktuell noch nicht auf der schwereren Stufe sind, denn ich glaube... Huch! Wir sind ja erst Stufe 18 und die sind ja Stufe 20. Die würden wir wahrscheinlich noch gar nicht schaffen auf schwer. Eine neue Sonnenbrille bekommen. Hey, Doktor! Oh! Confringo! Reducto? Confringo? Ich komme zu dir, dass aus deinen Augen verschwindet. Oh! Cool! Wir haben ihn in ein Huhn verwandelt. Mega cool. In ein Huhn verwandelt. Cool.
Das sind so wilderer Lager, wo wir EP sammeln können. Das ist ja cool. Wieder ein bisschen Ausrüstung gefunden, die aber schlechter ist als die, die wir bisher haben. Okay. Schluss mit der Wilderei. Ja, schön, genau. Hier wird nicht gewildert. Einmal Sammlung aktualisiert. Oh, das ist jetzt aber neu hier, ne? Mit den Fähigkeiten. Sehr cool. Hier noch in das Zelt vielleicht reinschauen, oder? Waren wir da schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Ah, gruselig. Okay, wir müssen aber wieder mal auf unseren richtigen Weg kommen. Da geht's hier entlang. Oh, sind das Zentauren? Oh, da vorne sind Zentauren. Tatsächlich. Warum können wir diese Dinger hier immer abstürzen lassen? Was bringt das? Bringt das irgendwas? Groschen sammeln? Eine Eule? Ist etwas dunkel. Es wird immer dunkler hier. Oh. Wir bleiben jetzt mal auf dem Weg. Ich möchte erstmal mit der Hauptaufgabe weitermachen. Damit wir auch unseren Raum der Wünsche hoffentlich bald bekommen. Oh. Was ist jetzt das hier nochmal für ein Zeichen? Also erstmal hier einsammeln, logischerweise. So. Und was ist jetzt das hier für ein Zeichen? Das weit weg. Ah, ein was Rätsel. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Gut. Dann hier vielleicht Incendio. Feuer machen, eventuell. So. Incendio. Ja, ich vermute mal. Ja, Feuer machen. So, ist nur die Frage, wo sind die ganzen anderen Schalen? Da unten ist noch eine. Huch! Schwindet. Jetzt ist sie da. Wunderbar. Ach, schaut es hier unheimlich aus. So, wo gibt es noch eine Schale? Können wir Steine schmeißen? Oh, hier können wir, glaube ich, Blutegel sammeln. Machen wir auch gleich mal noch. Wo finden wir denn noch so eine Schale? Oh, ein riesen Spinnennetz. Hier dadurch können wir das mit... Incendio. Ah ja, hier ist noch eine Feuerschale, schaut mal. Oh?
Okay, es fehlt aber anscheinend noch eine. Irgendwo muss noch eine sein. Uns mal hier noch ein bisschen in der Gegend um. Lumos. Halt auch so cool hier, ne? Diesen riesen Bäumen. Es ist schon sehr dunkel. Okay, ich würde jetzt tatsächlich mal. Hier hilft hier nichts. Hirsche. Jetzt hat er mich entdeckt. Kreuzspinnenschütze auch noch. Können wir das Rätsel dann trotzdem noch machen? Ich hoffe doch. Okay. Beine sind einfach zu viel. Wo ist denn noch so eine Feuerschale? Ich denke fast, dass wir hier zu weit weg sind. Haben wir die? Ah, jetzt müssen wir die jetzt alle nochmal abfackeln, oder? Ach, wahrscheinlich müssen wir wieder schnell genug sein. Das war, glaube ich, das Problem, oder? War die dritte? Ja, okay, wir müssen schnell genug sein. Hier ist eine, dort hinten ist eine und dann hier, glaube ich, eine. Ja, genau. Okay, also versuchen wir es nochmal. Incendio! Einmal. Los, renn. Na, renn. Ah, nicht geklappt. Schade, nochmal. Nochmal, fangen wir nochmal an. Jetzt konnte ich leider gerade nicht losrennen. Quasi, die eine jetzt hier. Moment, eine war doch. Drei, bin ich der Meinung, müssten es sein. Hier eine, dort eine und ja, genau. Incendio. Wäre Merlin persönlich stolz. Sehr schön. Wieder ein Rätsel von Merlin gelöst. Ah, schaut mal. Unheimlich, aber auch ein bisschen idyllisch. Wir mal wieder. Wobei, das hilft hier gar nicht viel. Oh, Zentaurin. Oh. Wahnsinn, wir haben Zentaurin gesehen, Leute. Die haben uns ignoriert, zum Glück. Okay, wir folgen weiter unserer Spur, einmal raus aus dem düsteren, verbotenen Wald. Wir haben jetzt mal einen kleinen Einblick in den verbotenen Wald bekommen. Das ist ja so cool. Ah, der Wahnsinn.
Also, ganz, ganz gefährliches Spiel. Hohes Suchtpotenzial. Oh, ist hier ein Flämmchen? Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, sehr gut. Ein Flämmchen entdeckt. Wunderbar. Hast du dein Testament geschrieben? Oh, hier höre ich wieder irgendjemanden. Oh, was ist hier? Ach, ein paar Galeonen. Wunderbar. So, jetzt geht hier so langsam auch die Sonne wieder auf. Es wird wieder heller. Hier sind wieder ein paar Rebhühner. Das hier, diese eine Brücke. Von... Ach, das finde ich jedes Mal nicht. Hier. War das die hier? Hm. Wald? Brücke? Dann hätte Olina bestimmt was gesagt, oder? Könnten ja mal. Lomas. Nein, okay. Das ist, glaube ich, nicht die Brücke. Da sind... Oh. Oh, okay. Alles klar. Hier bin ich. Wie versprochen. Jetzt ist es gerade hell geworden und jetzt haben wir so lange gewartet, dass es wieder dunkel ist. Okay. Macht nichts. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Auftrag gestartet. Jackdaws letzte Ruhestätte. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Jackdaws letzte Ruhestätte. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Laut Jackdaw befindet sich die Höhle nicht allzu tief im verbotenen Wald. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Er meinte, ich soll nach einer Vogeltränke aus Stein Ausschau halten. Wenn ich sie gefunden habe, soll ich das Passwort Intramuros sprechen. Okay. Hallo! Wie schön, dich zu sehen! Du bist aber auch überall, Flämmchen. Okay, ein Gegner, eine Spinne.
Spinnenfangzahn, Galeonen, Horklumpsaft. Alles mal einsammeln hier. Einmal die Spinnennetze verbrennen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Sammeln. Sehr schön ist es hier wieder. Oh, kann man da tauchen? Oh, ich glaube, da können wir tauchen. Schaut mal. Eine Drachenaugenbrille. Sehr cool. Auch wieder. Mit höherer Fertigkeit. Schauen wir uns gleich mal an. 44. Ja, die nehmen wir dann natürlich. Auch wenn wir sie optisch nicht aufsetzen. Dann eine Schiebermütze. Die bringt aber nicht viel mehr. Okay. Ein neues Outfit. Schuluniform, klassisch, aber auch weniger Verteidigung. Nehmen wir nicht. Und? Oh. Noch ein neuer Schal. Sehr gut. Auch mit. Ah ja, mit 43. Vorher hatten wir, glaube ich, den hier. Sehr gut. Keine Eigenschaften angewandt. Das werden wir hoffentlich noch lernen, wie das geht. Den Schal machen wir optisch, aber auch erstmal wieder weg. Mantel so schick finde. Dann haben wir hier einen wilderer Pirscher kennengelernt. Diese Zauberer können vor allem einfache Angriffe abwehren, weswegen zunächst ihre Schildzauber gebrochen werden müssen, um sie zu besiegen. Während sie ihren Explosionszauber aufwärmen, ist es fatal, sie mit Glacius einzufrieren. Können wir eh noch nicht. Dann Kreuzspinnenbote. Alle magischen Spinnenarten sind anfällig für Feuer, besonders bei niedriger Gesundheit. Bei niedriger Gesundheit wird die Spinne durch Feuerangriffe entzündet, wodurch sie hektisch umherjagt, ehe sie stirbt. Wenn sie vor ihrem Tod weiteren Schaden nimmt, explodiert sie und trifft dabei Ziele in der Nähe. Wenn diese Spinnen anfangen, sich einzugraben, reißt Flipendo sie aus dem Boden, was ihnen massiven Schaden zufügt. Okay. Oh, da ist noch ein Gegner. Ah, hier. Kreuzspinnenmatriarchin. Dieses Scheusal bäumt sich auf und stürzt sich mit einem mächtigen Biss, der Schildzauber zerbricht, auf sein Ziel. Die sinnvollste Verteidigung besteht darin, auszuweichen. Wenn sie sich aufbäumt, reißt sie mit Descendo nach unten, um sie zu überrumpeln. Okay. Genau, dann haben wir hier Erkundung. Erheblich erhöhter Schaden mit Bombarda. Okay. Hier besiege Spinnen abgeschlossen. 10 Stück. Und das kommt als nächstes. Wunderbar. Puh. Ja, das war ja wieder richtig spannend hier. Oh, irgendwo habe ich aber noch was übersehen. Ach so, wieder den... Oh, Spinnenschlechterrüstung. Eine Rüstung für den mutigsten Spinnentöter von allen. Du erhältst sie durch das Besiegen von Spinnen. Okay, alles klar. Sehr schön. Tja, ich würde sagen, wir speichern hier erstmal und machen in der nächsten Folge weiter. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin echt sehr neugierig, was uns erwarten wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Schaut also einfach mit rein. Bis dann und tschüss.